Wir haben uns jetzt aufgemacht zum Naturmythenpfad. Hier ist eine Informationstafel, da steht ein Haufen Blabla drauf. Habe ich schon nach dem ersten Absatz aufgehört zu lesen, weil das zu langatmig und zu blaber. So, und das ist jetzt zu finden. Verschiedene Stationen anscheinend, was ich gelesen habe, irgendwie auf 1,4 Kilometer Wanderweg. Soll sehr schön für Kinder sein. Und dort gibt es jetzt auch, ich glaube, den ein oder anderen Geocache und auch zwei Stempelstellen, die wir jetzt angehen wollen. Der Borkenkäfer macht auch vor dem Naturmythenpfad nicht Halt. Vorne am Eingang des Pfades war dann auch ein Informationsschild angebracht, auf dem dann eben stand, dass der Borkenkäfer sich den Wald erobert und man das als Chance nutzen möchte. Denn jahrhundertelang wurden hier Fichten angebaut und durch diese Monokultur ist der Wald natürlich sehr anfällig. Und durch die Klimaerwärmung, jetzt habe ich es bald, kommt der Borkenkäfer eben in geballter Kraft zurück. Und sie haben jetzt gesagt, sie lassen den Borkenkäfer seine Arbeit tun. Dann geht der Wald eben kaputt. Das ist für einen Menschen ein befremdlicher Anblick. Aber irgendwann renaturiert sich das dann wieder von selber. Und ein Mischwald und Sträucher und Moose würden dann wieder wachsen und der Wald würde sich wieder erholen. Ja, gut, aber das dauert halt ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte und ist jetzt nicht so besonders toll. Und vor allem der Anblick, der ist schon erschreckend. Wir waren heute am Wurmberg oben und haben hinübergeschaut zum Brocken und das war schon gruselig. Also, ja, total kaputter Wald eben. Und das gibt einem schon zu denken. An dieser Station wird man dazu animiert, ja, mitzuspielen und sich A, ein Märchen zu erzählen. Und Märchen beginnen ja immer mit "Es war einmal" und enden "und wenn sie nicht gestorben sind". Und unter anderem sollen hier jetzt Puzzleteile zu finden sein und diese Puzzleteile soll man auf den Boden legen, auf das passende Symbol. Und ja, was da jetzt rauskommt, können wir uns ja mal anschauen. Also hier sind so blaue Striche und dazu passend verschieden große Puzzleteile. Was kann man damit jetzt anstellen? Verletzungsgefahr auch. Die Ohren batschen oder was? Aua, spitz. So, mein Herzallerliebster ist doch tatsächlich drauf gekommen, wie man das lösen kann. Dieses komische Ding. Und zwar Wasser. Wasser, 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 Wasser. So. Und da hat sich das Geheimnis gelüftet.
meine Schuhe knirschen. Das ist gummialt. Muss ich neue besorgen. Schade, vom Profil sind sie nämlich noch gut, aber die Knirscherei geht mir auf den Senkel. Vor allem merke ich es auch beim Laufen, wie es so krink, krink nachgibt. Dieses Objekt wurde zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Fledermäuse verschlossen. Bitte respektieren Sie diese Maßnahmen zur Sicherung der Quartiere für Fledermäuse und helfen Sie mit, diese streng geschützten Tiere zu erhalten. Und was sehe ich wieder? Drecksäue. Mann, ich könnte mich über sowas aufregen. Maßlos. Solche Drecksäue, echt. Blind? Die Blinden blindet, aber schleicht nicht. Psst. Naja, die Quatsch, die hören ja nichts. Jetzt sind wir wieder auf dem Mythenpfad angekommen. Und hier ist erst eine Station, wo es heißt, ritze deinen Wunsch in eine Schieferplatte und übergib sie dem Wunschbaum. Und dafür gibt es hier solche Schieferplatten. Jetzt überlege ich aber gerade, mit was ich das da meinen Wunsch reinritzen soll.